So, heute kommt mal ein Film-Update. Ich weiß nicht, wie weit oder wie viel. Also es kann sein, dass Filme jetzt doppelt rankommen, weil ich nicht weiß, wann ich beim bei welchem. Also wie, welche DVDs ich schon alle gezeigt habe. Egal. Fangen wir mal an. Und zwar. Nee, Chuckies Baby habe ich schon gezeigt. Halloween 20 auch. Also, dazu kam Halloween 5, aber aus der Box. Aus dieser Halloween-Box. Wo, glaube ich, 6 Teile oder so drin sind, oder ich weiß nicht. Und ja, natürlich Cut. Ja, ab 16. Geht nur 91 Minuten. Aber ich hole mir auf jeden Fall noch die Uncut. DVD. Mir gefällt es auch nicht, weil da steht eine 5 und nicht V. Das nervt mich. Und das Cover ist auch hässlich und ja. Dann kam noch Halloween 8, Halloween Resurrection. Ja. Viele finden ihn überhaupt nicht gut. Ich fand ihn wirklich klasse, den Film. War wieder was Neues. Schade, dass halt Laurie ganz kurz nur am Anfang kam und dass sie halt dann getötet worden ist von Michael. Ja. Weil ich habe sofort gewusst, dass der in diesem Teil hier, dass es gar nicht der Michael war. Also, da war er natürlich noch der Richtige, aber halt zum Schluss, wo Laurie ihn getötet hat. Das war dann nicht er. Aber egal, ich will jetzt auch nicht irgendwie hier Werbung machen. Werbung machen. Ja, der ist empfehlenswert, finde ich. Ist ab 18. Moment. Jetzt. Ach, Mann. Ja, egal, auf jeden Fall ist halt ab 18. Und der geht 86 Minuten. Ja, also wie gesagt, ich habe ihn geguckt, ich fand ihn wirklich klasse. Hier. Wie viel ich dafür bezahlt habe, weiß ich gerade gar nicht. 2 Euro kann es sein. Ich glaube, ja. Irgendwie so, 2 Euro. Dann. Entschuldigung. So 8, nicht so 8. So 7, Vollendung. Auch nicht ankert, leider. Aber egal. Das Herz kommt zum Schluss. So 7. Ihr könnt ja durchlesen, wenn ihr wollt. Hier habe ich ja schon mal geguckt. Ich habe ja alle schon geguckt und es war wieder so ein Film, wo ich wirklich geil fand. Hier noch so ein. Hier zum Beispiel, ne? Alle Saw-Teile. Hier noch ein paar Horrorfilme. Der letzte Exorzismus. Hier Halloween hat 20. Auf Blu-ray, oder? Moment. Nee. Nee. Doch nicht. ja. Und hier. Horror Collections. Aber nämlich alle Scream-Teile. Und nicht einfach so 1, 2, 3. Das ist halt eine Trilogie. Denke ich mal. Da gibt es schon geile Filme, wenn man hier mal so liest. Ja. Und was ist hier noch so? Ja, Facebook halt hier. 2011, das sind halt immer die Filme von. Also, es ist natürlich wieder saulang her. Wo. Moment, dann kam der Film nochmal raus. 2010, kann das sein? Ja, 2010. Aber egal. Auch ein klasse Film. Also, ein klasse Teil. Und hier. Tanz der Teufel. Part 1. Neue Version. Ich habe 16 und natürlich geschnitten. Was das hier heißt, weiß ich nicht. Hab's auf jeden Fall halt gebraucht gekauft für. Was waren das? Ach ja, genau, 2 Euro. Ja. Hab ich ja auch schon geschaut und es ist wirklich klasse. Es kommt ja auch anscheinend als so halt ein neuer Teil raus. Ja.
Finde ich wirklich super. Das waren also vier Filme und vier Filme, die ich mir zugelegt habe. Jetzt habe ich 37 Filme. Ups, es kommt ja noch ein anderer an, der. Das dauert aber noch. Ich warte schon 3, 4 Wochen auf den Film. Durch einen Tausch, aber irgendwie. Egal. Ja, das war's. Die ganzen Teile, wo ich jetzt mal Halloween habe, ist 1, 2, 5, H20 und 8. Ja, das war's mit dem Update. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann bis zum nächsten Video.